Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Unstable. Ich bin ein bisschen fertig. Ja, nicht, dass ihr denkt, die Curry hat nur das gemeint. Scrap. Scrap. Copper. Und die hat sich auch ein bisschen was angesammelt. Also, ich habe ein bisschen das Zeug schon mal sortiert und alles ein bisschen schöner angeordnet. Sieht zwar immer noch sehr durcheinander aus, aber es hat für mich System. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Segment angeschlossen. Ist ja nicht so schwer. Einfach gesagt, nach unten hin soll das Zeug hier einfach rauspacken. Und hier drunter ist ein Interface. Mit halt Rezepten für zum Beispiel diese ganzen Quartz-Das-Dinger da. Wie es ja jeder kennt. So, jetzt wollte ich nämlich mal gucken. Und zwar davon mal 20. Und 25, so. 20. 20, weil ich habe mitgekriegt, ich. Na? Hä? Jetzt. Okay. So. Okay. Keine Ahnung, was denn war. Warum das nicht ging. So, Partition. So, wo ist jetzt? Ich muss doch noch 20 jetzt im System haben, oder? What the fuck? Irgendwas verstellt? Ah. Weißt du was? Solange er es mir vielleicht mit 20 füllt, bin ich zufrieden. Ich heute ist schon wieder der Wurm drin. So. Ich habe hier ein bisschen ausgebaut. Ich habe hier mal einen schönen Raum gemacht. Das Ding habe ich mal hier drüben hingestellt. Und ich habe hier auch ein bisschen Reinforced Glass hingestellt. Den Raum halt fertig gemacht, auch mit den Ecken. Dass er wirklich jetzt hier komplett fertig ist. Weil ich nicht weiß, ob es hochgehen kann oder nicht. So. Ja. Damit hätten wir den Reaktor schon mal fertig. Ich muss aber sagen, wenn ich mir jetzt mal angucke hier, wir brauchen, for example, wir brauchen Quad Fuel Rod. Also ich möchte gerne mit denen arbeiten. Dafür brauchen wir halt Iron Plate, Copper Plates, nicht so schwer. Fuel Rod Uranium, brauchen wir eine Canning Machine, eine ganz normale. Mit einer Fuel Rod und einem Enriched Nuclear Fuel. Dafür brauchen wir Tiny. Und das kriegen wir aus der Centrifuge, indem wir das Ding crushen. Und dann purifyen. Moment. Das kriege ich aus. Also Uran. Ja, klasse. Gut. So viel dazu. Also, das klappt nicht ganz so. Bam, 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 bam. Ich muss gerade mal. Haben wir eigentlich eine Reinforced Door? Ja, haben wir. Das ist Eisen, Lead und Eisen. Das heißt, ich muss mal drei davon machen. Weil, ich fände das schon cool, wenn man wenigstens auch in den Raum trotzdem noch reinkäme. Durch eine Tür oder sowas. Falsch. Da muss rein. So, hier haben wir noch ein bisschen Crushed Copper Ore. Will ich das da reinpacken? Weißt du was? Ich heb das erstmal auf und vielleicht packe ich es später rein. Ich brauche erstmal keinen Stone, da ist ein Reinforced Stone mehr. Genau. Hab hier mal so ein bisschen nebenbei aufgeräumt. Jetzt wo ich die Kiste sehe, wir könnten mal dran arbeiten, dass wir den Stahl einschmelzen können. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Was hatte ich jetzt gerade gemacht im letzten Moment? Ich habe es komplett vergessen. Was hatte ich gemacht? Oh, es craftet nicht mehr. Sind hier zwar nicht drin? Ja, es sind zwar nicht drin. Okay, jetzt tut er auch die 20 wieder reinpacken. Keine Ahnung, irgendwie, ich verstehe das System nicht. Ich hoffe, ich muss es auch nicht verstehen. So.
Ich wollte, glaube ich, ach ja, genau, die Reinforced Door. Ich bin so durch den Wind. So. Und die Musik macht es nicht besser. So, das und dann. Ein paar Iron Plates. Und wir kriegen eine Reinforced Door. So, die packe ich einfach mal hier so hin. So. Die kommt hier hin. So, sieht doch wunderschön aus. Und die kriegen wir auch nicht auf, außer wir haben einen Hebel. Den ich mir schnell hole. So. Sehr schön. Dann können wir auch mal reingehen. So, ich jetzt mit dem Uran. Die ganzen Dinger hier. Sieht man hier mal richtig schlimm. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Da oben ist was. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte. Ich weiß es nicht mehr. Achso, genau. Mary Culture. Den Crucible. Kui. Oder Kui? Nee, Kuh. Und zwar brauchen wir den Crucible Furnace. Okay. Also wir brauchen Heating Component, dafür brauchen wir Silicon, dafür brauchen wir Clay, Sand und Kohle. Dann muss ich erstmal ein paar Clay-Blöcke machen, ja? Wie habe ich jetzt gemacht? Ich bin heute wirklich nicht mehr ganz beisammen. Ich werde auch nicht so lange machen, denke ich mal. So. Mal 8 Stück von. So, dann brauche ich die ja. Ich brauche sogar noch mehr. So. So, ich habe 2, das heißt, ich brauche 4. 1, 2, 3, 4. So. Ich will jetzt mal nicht zu viel davon machen. Wer weiß, wer weiß. So, Brick Construction Block. Burnt Brick. Ein Vat mit Lava und er muss dann. Hab ich ein Vat überhaupt schon? Nein. Okay, also wir brauchen erstmal ein Vat. So, das machen wir aus Kupfer. Das trifft sich ja sehr gut. So, ein Vat. Vat. Weiß nicht, wo ich es hinpacken soll. Passt nirgendwo so richtig. Ich dachte gerade, was ist im Spiel? Das ist eine Fliege auf meinem Bildschirm. Und doch, passt eigentlich in die Ecke. So. Reicht. Ja, passt. Sitzt, wackelt, hat Luft. Gut, Lava haben wir nicht, also brauche ich Eimer. So. Dahin. 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 So weit. Dahin. Dahin. Und dann brauche ich jetzt Bricks. 1 oder 4. So. 4 Bricks. Im Vat mit ein wenig Lava drin. Ich glaube für 4 dürfte es reichen, ne? Burn Brick. 500. Ach so. Oh, ne, muss schon mal einen Lava-Eimer holen. Ich hätte Nether Bricks nehmen sollen, die wären besser gewesen. Hey, ist mein Lava-Eimer eigentlich weggegangen jetzt? Ich glaube, ich habe nur einen mitgenommen. Hä? Der Fuck. Warum? Warum ist das so? So, also wir haben schon mal einen Burn Brick. Wir haben nur noch 3. Crucible of Souls. Tome Exploration. Ach, guck mal, schau. So, wir brauchen eh noch mehr. Kann ich daraus eigentlich wieder die Dinger rauskriegen? Sicher, ne? Extractor, ja. Extractor. Gut, das dauert jetzt eine Weile. Weil dann brauche ich nicht so viel Lava. Dann baller ich da einfach nochmal 4 rein, dann brauche ich nur einen einmal Lava. Nicht ganz so viele. So. Okay. Hier habe ich jetzt 3.
Okay, brauchen wir noch was. Ein Fluid Tank. Habe ich nicht. Fluid Tank. Was brauche ich noch dafür? Einfach das Holz. Habe ich nicht mehr. Habe ich etwa schon wieder kein Holz mehr, ey. Mach mir mal bitte 500 Holz. So. Ich mache mal gleich 4. Davon werden wir nämlich noch welche brauchen. Brauche ich auch noch einen Lava-Eimer dafür? Gottes Willen. Wie viel Lava-Eimer ich hier einfach brauche. Nur um so ein Crucible zu craften. So, gib her. Danke. Jetzt dürfte ich hier eigentlich ein paar Netbricks drin haben, genau. So, okay. Alles klar, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und wir dürften alles haben für ein... Ne, haben wir noch nicht. Weil wir brauchen noch einen hiervon, so einen Brick Construction Block. Okay. Jetzt brauchen wir 2 Burn Bricks. 1. Komm, Vertage. 2. Gut. So, wir kriegen einen Crucible Furnace. Und dann brauchen wir nochmal 2 Fluid Tanks. Warum, seht ihr gleich. So, ein Crucible. Wo packe ich den denn mal hin? Sagen hier mit direkt in die Nähe, ne? Vielleicht. Na komm, mach das eine Ding noch fertig, dann baue ich die ab. So. Crucible. So, der macht noch nichts. Wenn ich allerdings jetzt mal 2 Tanks drauf packe, passiert immer noch nichts. Verdammt, ich dachte, das ging. Brauche ich nur eine Heat Source drunter? Oh, jetzt habe ich den nicht mehr. Crucible Furnace. Okay, wir gucken mal ins Schlauchbüchlein. Ich dachte, ich weiß es noch. Mary Culture. So, wo haben wir denn hier den... Ist das... irgendwas anderes. Und hier steht natürlich nichts dazu drin. Mary Culture. Ich dachte, es war einfach mit 2 Fluid Tanks oben drauf. The Factory. Warte mal wieder. Ich hoffe mal, ich habe noch Bücher. Wenn nicht, wird das jetzt ein bisschen nervig. So. Ja, ein paar habe ich noch. So, mit Burn Brick und wir kriegen Basic Vision das. So. Moment, das Buch habe ich doch, glaube ich, noch, oder? Oh Mann. Es ist der Holsterwurm drin. So, was brauche ich dafür? Unten drunter kommt der Tank. Mit Lava. Und dann brauche ich noch diese Brick Construction. Ne, hier steht 2-mal. Wie ordne ich die dann? The Crucible Furnace can be used to handle. Is a 2-block structure. 2-block. One on top of each other. Crucible Furnace will melt. Das eine. Ja, hier steht aber nicht aus was. Is a 2-block structure constructed by placing one on the top of another. Yay. Ja, was? Oh, du willst mich doch verarschen, ey. Kann man nicht einfach mal schreiben, pack das Ding hin und das andere drüber. Kann es vielleicht andersrum so rum? Nein. Muss doch irgendwie. Das ist doch Crucible Furnace, ne? Ja, den habe ich hier. Das Ding. Brauche ich noch was? The furnace needs to be heated up first. The specified temperature. Ja, das ist aber nicht das, was ich will. Brauche ich jetzt noch so ein Brick Construction mehr oder was? Mann. Ich wollte einfach nur schnell Stahl herstellen. Mit.
Schon wieder zu weit. So. Okay, Bukett. So. Ich habe ja, glaube ich, noch ein paar Netherbrick-Dinger. So. Okay, also das Ding ist auf jeden Fall auf dem Boden. Wenn dann da Lava reinkommt oder sowas. Was ich gerne machen würde. Und dann. Ich hätte es mal gesagt, vielleicht dieser Construction Block nochmal oben drauf. Ich hab keine Ahnung. Ich muss mutmaßen. Hier steht ja nichts. It's a two-block structure play. Construction placing one on top of another. Vielleicht ist das hier wirklich die Reihenfolge, aber wenn, wäre es ein bisschen komisch, weil hier oben dieser Firnis da ist. So. Wir haben 4. Ich suche einfach wieder nach dem Crucible, da finden sie am leichtesten. Hey, habt ihr jetzt. Hä? CRU. Wo ist der Crucible für uns? Da. Warum hab ich den eben nicht gesehen? War ich blind? Vermutlich war ich blind. So. Also ich denke. Mich verarsch mich doch nicht. Hey, ich muss. Hä? Ich hab das noch nie gemacht. Ich dachte, es ist einfach. Hä? Ein Caster? Brauche ich einen Caster dafür? Ich habe das Gefühl, ich brauche den scheiß Caster noch. Ne, from your crucible furnace into the ingate caster. Das kann also nicht sein. Aber ich muss doch wenigstens das Ding irgendwie aufbauen und... Ach, Mann. Ich guck mal, ob Purple irgendwas hat. Ich bin überfragt. Ich bin total überfragt. Da. Lege die Leck. So. Wo hat denn er sein Mariculture-Zeug? Ich hoffe mal, er hat es hier irgendwo stehen. Hier ist auf jeden Fall das. Aber das brauche ich ja nicht für... Den Crucible. Hat er es hier stehen? Nö, auch nicht. Ach, guck mal, gleich zweimal hintereinander Secrets. Strange Whispers. Strange Whispers. Die Frage ist nur, warum? Es ist doch. Nee. Kann er es nicht mal hier irgendwie stehen? Den haben, dass man es auch mal benutzen kann. Mann! Ich glaube, vielleicht Master noch. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie glaube ich nicht, dass Master so ein Ding hat. Ach, du willst mich doch. Okay, das ist Power Spawner. Aber er hatte das. Echt verarschen. Ich kann den scheiß Crucible irgendwie nicht machen. Was brauche ich denn noch dafür, bitte? Mann, ich fail schon wieder. Ich zeige, was ich gemacht habe und fail. Es ist spät. Ich werde so klein ins Bett gehen. Ich bin reich, das hier. So. Gibt es denn noch ein Tool? Mary Culture. Hat das irgendein Tool? Blockcaster, Ingotcaster, Crucible Furnace.
Sonst gibt es dann nichts, ne? Ja, kurz was hinsetzen. Blacksmith Hammer, Ladle. Ich meine, ich hab Kupfer, ich kann mal so ein Ladle machen. Ob ich das irgendwie aktivieren? Ich hab keine Ahnung. Womit das Ding dann reagiert und sagt hier, hey, okay. Nee, dann nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Brauche ich vielleicht zwei von diesen Dingern? Ich glaube, ich brauche zwei Crucible Furnace. Das wäre jetzt die einzige logische Erklärung, die ich irgendwie auf die Reihe bekommen würde. Weil alles andere ergibt keinen Sinn für mich. Das einzige Problem an der ganzen Sache, jetzt darf ich wieder... Wo ist er? Da. Darf ich wieder diese komischen Dinger hier machen. Und zwar 12 Stück davon. Und denen ich natürlich niemals genug haben werde. Ach du Scheiße. So. Okay. Da, so. So. Ich brauche noch einen Lava-Eimer, natürlich. Warum auch nicht? So. Habe ich denn jetzt die Netherbricks endlich fertig? Oh mein Gott. So. Ich glaube, die Query ist auch fertig. Ja, die ist fertig. Okay. So, ich habe den Burn-Ding. Aber wenn das jetzt nicht geht, dann beende ich die Folge und dann ist mir alles scheißegal. Es muss jetzt gehen. Komm hier. Na, wenigstens etwas. So. Kann ich eigentlich auch so einen Tank drunter packen? Ich glaube, er hat es akzeptiert. Ja, er akzeptiert es. Sehr schön, ich kann auch den Tank nehmen. Sehr schön. Verbraucht das Ding jetzt eigentlich hier? Ich weiß nicht, wie viel vorher drin waren. Wenn ich das wüsste, wäre es gut, ne? Ach, guck mal, er heizt sich auf. Oh, sehr schön. Und dann brauche ich jetzt mal Stahl. Ich glaube, daraus kann ich doch hier Crucible für uns Morton Steel, ne? Ja. So. Und zwar habe ich was ganz Lustiges vor. So. Brauche ich dafür irgendeine spezielle Kerntemperatur? Ja, 1370 Grad Kerntemperatur. Was weiß ich, was es für eine Temperatur ist. So, ich habe ja noch zum Glück ein bisschen Lava habe ich ja noch da. Nein, nicht da. Zum Glück kann man es wieder rausnehmen aus dem Bett. Nein, nein, nein. Ah. Nur komischerweise manche anderen Items nicht. Ich gerade feststellen musste. So. 1000 noch was brauche ich. Ach du Kacke, kriege ich das irgendwie beschleunigt? Ja, hier andererseits sind Upgrade-Slots. Standard Heating Upgrade. Plus 2 Grad Celsius. Yeah. Plus 14 Grad. Gibt es da irgendwas? Ist hier. Extreme Machine Upgrade. In Klammern Debug. Ah. Ja, das wäre doch was. Ja, das klingt akzeptabel. Fish Life. Extreme. Alles Debug, ich will das machen. Der Rest ist ja langweilig. Hier guck mal, gerade mal 14 Grad. Und so viel Zeug. Nee, du. Nee, du. Das kriegst du nicht auf die Reihe. Das lasse ich nicht zu.
Ja, toll. Irgendwelche Upgrades irgendwie. Basic Storage, Heating, Cooling. Ne, Cooling wäre bescheuert. Eternal Life. Gibt es irgendwie eine Art Speed ja hier? Hyperkinetic. Sieht ja einfach aus. Ich probiere es einfach mal. Ja, Hyperkinetic. Aluminium haben wir ja. Standard Hyperkinetic. Advanced Hyperkinetic kann ich machen. Okay. Ich bin jetzt zu faul, das Zeug zu machen. Ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich das reinlege. Ich bilde mir ein, es passiert nichts. Ich bilde es mir, glaube ich, nicht ein. Salination. Filtration. Gibt das eigentlich dauerhaft nur die Heat oder immer wieder so pro Tick mäßig? Keine Ahnung. 25.000 können da rein. Kann ich da eigentlich Items mit dem Hopper reinpacken? Gib mir mal Hopper. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Ich brauche Hopper. So, mein Chest. So. Was passiert, wenn ich den jetzt hier mal so dran baller? Nochmal so. Yay, es funktioniert. Sehr schön. Da kann ich mein ganzes Stahlzeug da reinpacken. Hatte ich jetzt eigentlich alles mitgenommen. Ja. Ich glaube, ich habe da auch noch was im E-System. So, guck mal. Haben wir auch noch ein bisschen was zum Einschmelzen. So, könnte ich noch mal eine Chest gebrauchen vielleicht. Ich nehme einfach mal eine Kupferkiste, weil ich es mir leisten kann. Einfach viel zu viel Kupfer. So. Kann auch noch eingeschmolzen werden, brauche ich alles nicht. Wobei ich mir vielleicht eine aufhebe. Ach nee, nee, wir machen uns eine bessere Rüstung, komm. Außerdem haben wir so viel Stahl. Ich glaube, die Stahlrüstung ist das wenigste Problem. So das Hyperkinetic Upgrade. Ihr seht, bringt es nicht. Jedenfalls hier bringt es nicht. Weiß nicht, ob es woanders. Auto-Eject disabled. Auto-Eject Items. Auto-Eject Fluids. Items and Fluids. Oh, okay. Nee, ich will das erstmal hier drin bauen. Wie viel kann da rein? 25.000. Oh, ich muss abpumpen. Auto-Eject Fluids. Zu welcher Seite geht denn das denn raus? Ich weiß nicht, wo er es hinballert. Deswegen mache ich mal diesen da. Ja, das dauert jetzt eh noch eine Weile. So, und ich verabschiede mich dann. Also das Ding muss ja eh noch ein bisschen rumlatschen. Wir können ja mal, komm, wir machen einfach noch mal eine Sache kurz, bevor ich die Folge bevor ich die Folge verende. Bevor ich an der Folge verende. So, ein bisschen Scrap. So. Also wir haben jetzt ein paar Scrapboxen. Ich würde sagen, ich mache mal nicht alle. Ich mache mal jetzt so, hier weißt du, so, das sind so die Überraschungsboxen, so die Wundertüten. Und dann machen wir jetzt mal 16 auf. Habe ich überhaupt 16 Platz? Ja. Okay. So, einsammeln. Und was haben wir alles Schönes in der Wundertüte gehabt? Wir haben Tindust, Golddust, Leder, Cooked Porkchop. Oh. Eine Wudenschaufel, eine Single-Use-Battery, Redstone, zwei Dirt, Copperdust, Tin Ore, eine Filled-Tin-Can, Netherrack, Stick und Wuden. Eine Wuden-Pickaxe, noch ein Slime-Ball. Yay! Voll tolle Sachen. Ihr seht, ich habe schon ein paar Scrapboxen geöffnet. Ich habe hier so ein paar Wut-Dinger drin. Ich mach mal. Kann ich reinnehmen? Kann ich reinnehmen? Na super. Mach ich frisch ist. So, also ich pack mal alles rein. Außer vielleicht das Erz. So. Ah, jetzt habe ich schon wieder. Ich muss ins Bett zahlen. Okay. Ist das Industrial Craft? Kann
kommt dann mit rein. Das Ding hat immer noch keine Kerntemperatur erreicht. Da muss ich mal gucken, was ich mit dem Holzzeug mache. Irgendeinen Ofen werden wir schon finden, der das Zeug frisst. Gut, und dann nächste Folge gibt es wieder 16 Wundertüten. Freut euch drauf. Wundertüten. Yay. Ich mache noch mal ein paar mehr. So. Ich habe hier viel zu viel Zeug. Ja gut, also dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinem Verpeilten heute. Es tut mir sehr leid, aber es ist einfach... Es wird jetzt wieder ein bisschen angenehmer die nächsten Tage und dann wird's auch. Ich wollte einfach wenigstens mal gezeigt haben, was ich gemacht habe. Nur es ist spät. So. Ja. Reaktor fertig gebaut. Wir brauchen halt nur noch mal dann ein paar. Craft 2. Alles, was wir noch brauchen, sind ein paar Dinger hier, so Heat Vents. Da werde ich wahrscheinlich vielleicht Overclocked machen. Component werden brauchen, Advanced Heat Vent, sind vielleicht gar nicht so schlecht, kosten halt Diamanten. Pff, haben wir nur. Neutronenreflektor. Fick Neutronenreflektor. RSH konnte, what the fuck, die kenne ich alle nicht. Okay, da muss ich mich dann auch nochmal reinlesen. Aber wir haben schon den Reaktor soweit aufgebaut, wir müssen nur noch Zeug reinpacken. Ich werde das hier noch dann vielleicht warden, alles. Aber ja, ich beende jetzt lieber die Folge, bevor ich hier noch am Ende komplett vorm Rechner einschlafe. Gut, dann tschüss, bis zur nächsten Folge von Project Unstable oder was auch immer. Ja, wir werden sehen. Gut, dann tschüss. Oder, warte mal. Schon wieder 13 Scrapboxen? Wahnsinn. 14. Wahnsinn. Und hier haben wir nochmal 64 Stacks, also. Ja, das wird lustig werden. Da sind so viele Überraschungen. Da mache ich wirklich jede Folge so 16 Überraschungsboxen. Könnt ihr euch freuen und dann... Können wir vielleicht später irgendwie noch ein Gewinnspiel draus machen. Was wird in der und der Folge in den Gewinnboxen drin sein? Sagt's mir. Gut, aber ja. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Chancer. Der Verpeilte. Und ich sag tschüss. Wirklich tschüss.